Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead by Daylight. Ja, in einer neuen Playlist, wie gesagt. Ich habe mich für die erste Folge erstmal für Lara Croft entschieden. Ich habe schon gesehen, wenn man ja einen neuen Account erstellt und zum ersten Mal gegen den Killer spielt, dann kriegt man auch Bescheid, gegen welchen Killer man denn spielt. Und wir spielen die erste Runde gegen die Krankenschwester. Sie ist auch schon hier unterwegs. Kann sie ganz leicht atmen hören. Jetzt ist sie auch schon wieder weg. Das heißt, wir können nach unten gehen und können gucken, ob hier irgendwo ein Generator ist. Und zwar, hier ist auch schon einer. Okay, wir haben Herzschlag. Ich habe natürlich noch keine Perks, nichts, gar nichts dabei. Der David macht draußen auch schon Totem. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist gerade ein bisschen eigentlich zu risky, hier den Generator schon mal anzufangen, weil wir nicht sehen können, wo sie ist. Aber wir gucken einfach mal. Okay, David geht weg. Ich glaube, der hat nicht so Bock auf den Generator hier. Ich bin schon gespannt, weil eigentlich haben wir über diesen Account noch nicht eine Spielstunde erreicht. Da bin ich echt gespannt, mit was für ein Killer wir drin sind. Ich meine, ich bin ja im Allgemeinen nicht gut im Abhauen. Aber eigentlich sollten wir mit nicht so starken Killern in die Runde kommen. Was macht der David denn da? Hä? Okay. Weiß echt nicht, was sein Plan ist. Er bleibt doch einfach sitzen, Mann. Oh, das ist ja richtig nervig. Okay, und sie portet sich nicht zu uns. Und ich glaube, Claudette geht retten, weil sie nämlich ihren Generator verlassen hat. Perfekt. Wir rennen jetzt auch mal nicht weg, sonst hinterlassen wir ja gerade Spuren. Ich würde sagen, wir gucken dann auch ganz einfach mal, wo der nächste Generator auch schon ist. Okay, Claudette wurde... Ah, sie wurde aus dem Schrank rausgezogen. Das heißt, ich würde mich jetzt mal... Ich glaube, der David geht in die Nähe von der anderen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war eine Mac. Und wir gehen einfach mal in die Nähe von Claudette. Dass wir anfangen können, Claudette dann gleich vom Haken runterzuholen. Okay. Sie ist ein bisschen campy. Huch, hier ist ein Busch. Okay, sie jagt aber den David hinter... Oh, der ist gleich down. Ah, Mist, ich hätte sie zuerst retten sollen, weil sie ist jetzt schon in der zweiten Stufe. Okay. Er kann sich nicht porten, wa? Okay, wir versuchen sie mal wegzulotsen. Sie lässt sich aber nicht weglocken. Mann, David, ey. Wo ist denn... Oh, die andere ist da oben. Okay, das ist jetzt meine Chance, die andere zu holen. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Komm schon, halt noch ein bisschen durch, nur noch ein bisschen. Jawohl. Okay, wir haben sie runter. Mac, komm. Was machst du denn, Mädchen? Das war jetzt richtig blöd von der Mac. Aber Claudette ist wenigstens schon mal hochgeheilt. Okay, die Mac darf nicht nochmal zum Haken kommen. Was machst du? Mach den Generator. Okay, sie macht nicht den Generator. Okay, sie läuft mir hinterher. Gut, dann bringt's nichts. Dann muss ich jetzt retten gehen. Statt die Max sich einfach an den Gen setzen, ne? No joke, wir müssen die Generatoren langsam mal... Okay, sie setzt sich dran. Sehr gut. Okay, David muss nicht geheilt werden. Mann, warum laufen wir denn alle ständig hier hinterher? Jetzt mal wirklich. Okay.
Okay, weg, Leute. Oh, die rennen aber auch alle wie, weiß ich auch nicht rum. Alle auf einer Seite. Alle nebeneinander. Ist nur noch zum Kotzen hier. Okay, meine Aufgabe ist es eigentlich, ja, Claudette ist jetzt tot. Ja, unsere Aufgabe ist jetzt von dem Spalt aus, habe ich jetzt auch schon ausgewählt. Ihr habt das bestimmt schon am Anfang vom Video gesehen gehabt. Dass wir eine Truhe durchsuchen müssen. Zumindest habe ich den Trailer hier bei der Runde mit reingeschnitten. Okay, was tut sie? Ah, okay, David kann sich selber befreien. Auch nicht schlecht. So, jetzt hebt sie sie auf. Mache ich jetzt erstmal das Totem, bevor ich mich hier an den Generator dran setze. So, und damit haben wir auch schon die erste down. Und haben, wenn es gut läuft, gleich den zweiten Generator. Wir haben aber auch ganz schön krass Herzschlag. Also sie campt hier ein bisschen, jetzt ist sie weg. Mist, der Generator war fast fertig. Er hätte wirklich nur noch so ein kleines Mühe gefehlt. Ja, das ist jetzt halt wieder echt ärgerlich. Aber ändern können wir es auf jeden Fall nicht. Versuchen jetzt einfach das Beste aus der Runde zu machen. Mac ist sowieso gleich tot. Dann mal gucken, was der David dann macht. Gucken, ob wir die Luke bekommen, was ich jetzt nicht so glaube. Selbst wenn sie die Luke zumacht, die Ausgänge sind halt viel zu nah beieinander für eine Krankenschwester. Und dann werden wir es auch nicht schaffen, das Tor aufzubekommen. Also ist die Runde somit definitiv im Arsch. Aber das soll uns jetzt gar nicht mal so weiter stören. Wir machen jetzt hier einfach unser Ding und wenn nicht, dann hänge ich einfach nochmal eine Runde hinten dran. Wo wir eventuell auch bessere Mitspieler haben. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass sie Tüftler dabei hat. Weil sie mit ihrem Generator, da ist sie ja wirklich fast fertig geworden. Und ist ja dann, hat sich ja dann zu Mac teleportiert. Ah, dann würde sie ja unseren Generator nicht ignorieren. Okay, David ist down. David ist auch raus aus der Runde. Er heilt sich schon gar nicht mehr. Okay, hier mal aus, ist auch einer angefangen. Oben. Kann das sein, dass sie Barbecue... Ja, ich glaube, sie hat Barbecue und Chili dabei. Okay. Ich frage mich zwar gerade, woher sie das wusste, weil wir eigentlich keine Kratzspuren hinterlassen haben. Aber ich frage einfach nicht nach. Ich weiß auch nicht, ob Mac uns überhaupt retten kommt. Mac sitzt da hinten. Und sie bleibt bei uns. Okay. Haut uns nochmal, warum auch immer. Ist schon so ein leicht toxisches Spielverhalten, muss ich sagen. Aber ich kann nicht verstehen, warum sie uns halt campt. So, ich meine, wir sind nur noch zwei Leute. Okay, jetzt geht sie weg. Jetzt kommt sie wieder. Ich versuche sie mal ganz weit. Okay. Na los, komm.
Eigentlich könnte Mecca jetzt wenigstens versuchen, einen Generator zu machen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was macht denn Mac? Okay. Ah, schade, da zu uns. Ah, Mac ist in irgendeinem Schrank drin. Also das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, warum die Mac jetzt halt nicht dieser Zeit versucht hat, halt wenigstens Generator anzufangen. Ich meine, das gibt für sie ja wenigstens auch Punkte, muss ich mal sagen. Also sie ist auf jeden Fall im Schrank irgendwo. Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt... Aber wir können es ja nochmal vom Haken befreien. Nochmal eine Jagd gehen. Wobei, dann kriegt die Krankenschwester halt auch wieder Punkte. Das ist dann halt auch wieder mies. Punkte würde ich der Krankenschwester jetzt auch nicht zwingend geben wollen. Ah, sie kriegt ja auch so Punkte, ne? Ich weiß echt nicht, was man für ein aggressives Verhalten an den Tag legen kann, wenn man Killer spielt. Also hätte ich jetzt, keine Ahnung, 3 Generatoren gemacht und hätte jetzt übelst da, was weiß ich, gemacht, sie übelst gemobbt und geärgert, dann würde ich es ja verstehen, aber ich weiß nicht, was ihr daran jetzt Spaß macht oder ihm jetzt Spaß macht, je nachdem, wer das Game jetzt halt hier zockt. Ach, ist egal, nee, komm. Ich nehme jetzt hier die Punkte von den Kämpfen noch mit und dann ist gut. Und dann bin ich ja mal gespannt. Ah, okay, sie hat die Mac rausgeholt. Schade. Das sind dann meistens auch solche Killer, die dann reinschreiben. Easy. Beim PC, bei der PC-Version. So, wo sie halt gekämpft haben und so. Okay. Gut, das waren unsere Mitspieler. Dann hätte ich gesagt, ich hänge noch eine Runde dran und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon. In der zweiten Runde. Und zwar spielen wir gegen Mastermind. Und not sind good. Hier definitely auf dieser Map drauf. Ah, und wir sind natürlich auch schon gleich infiziert. Irgendwo ist er auch schon. Ich weiß nur nicht, ob er oben ist oder unten ist. Bin mir unsicher. Bei der Map bin ich sowieso immer so. Na, gar kein Bock drauf. Okay. Das war jetzt irgendwie gerade ein bisschen buggy. Sie hat sich irgendwie mal umgedreht. Uiuiuiui. Also auf jeden Fall sehr stark bei uns in der Nähe. Herzschlag nimmt ab. Okay, er jagt den Dwight. Das ist halt immer das Problem, dass man halt nicht weiß, ob der jetzt oben oder unten ist, ohne Bindung. Und die scheinen ja wirklich sehr nah an uns dran zu sein. Und Dwight ist rot. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was das heißt. Aber ich glaube, das werden wir noch früh genug erfahren. Okay, er jagt jetzt den Bill. Kommen die hoch oder runter? Okay, Herzschlag nimmt ab. Herzschlag ist weg, sehr gut. So, jetzt komm her. Hey, lass dich doch heilen, Mensch. Sei doch jetzt nicht so. Okay, wo bringt er ihn hin? Bringt er ihn jetzt hierher? Okay, Dwight, lauf. Dwight, lauf. Okay, er jagt den Dwight jetzt wieder. Ach, Mist. Was macht der andere Bill? Okay. Alter, wie er konnte... Wie?
Ah, der hat seinen Dings-Perk dabei. Oh, Alter, jetzt hab ich mich erschrocken. Junge. Alter. Aber der hat diesen Perk dabei, dass er die Auren von den Überlebenden sieht, wenn er jemanden trägt. Ja, jetzt geht er wieder zu zweit zurück. Okay, Bill holt uns runter. Mister hat sich Bill jetzt geschnappt. Oh Gott, verpiss dich. Wir brauchen eine Truhe. Ja, Dwight ist jetzt somit tot. Wir haben noch nicht einen Generator gemacht. Die Runde können wir auf jeden Fall auch wieder reinscheißen. Und der hat auf jeden Fall einen sehr, sehr krassen Terrorradius. Okay. Ja, der Keller war jetzt nicht hier. Wo ist der Keller? Ist sonst, ja, der ist dann auf der anderen Seite. Na gut, dann müssen wir jetzt halt erstmal verletzt bleiben. Ah Mist, der hat ja hier seine komische Seuche an uns. Ja, das ist jetzt natürlich auch nicht so cool. Ja, und damit ist Bill dann auch jetzt down. Also die Runde ist auf jeden Fall auch nicht so gut und läuft auch gerade nicht so gut. Schillernde Ampulle. Na gut, okay, wir sind ja eh verletzt. Also ob wir jetzt gefährdet sind oder nicht gefährdet sind, das bringt uns jetzt nicht weiter. Also Wesker ist schon... Der ist schon echt krass. Muss ich sagen. Der andere Bär hat sich jetzt geheilt. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Versteck mich einfach mal im Schrank. Ich kann seinen Terrorradius auch nur sehr, sehr schlecht einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Weil der ist halt auch echt riesig, der Terrorradius. Okay, jetzt ist er weg. Er hat uns gesehen, oder? Wow! Alter! Nein! Boah, Junge, Palette. Jetzt wasten wir natürlich jetzt hier die ganzen Paletten. Ach, schade. Okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So. Was macht Bill gerade? Er macht einen Generator. Was versucht er hier? Ah, schade. Die Zeit leider nicht gerecht zum Freiwilligen. Gott, get off! Weiß ich, will Bill uns jetzt retten kommen oder geht er gerade weg wegen Wesker? Das weiß ich jetzt halt eben nicht. Aber Wesker ist auch bei uns in der Nähe, unser Balken fühlt sich ja hier auf. Ich weiß nicht, ob Bill wird nicht gejagt, sonst würde das ja angezeigt werden. Okay, Bill kommt. Bill holt uns runter, okay. Ja. Nice, danke schön. Ja, jetzt ist wieder die Frage, wo ist er?
Er ist doch bestimmt schon wieder hinter uns her, oder? Also irgendwas stimmt auf jeden Fall mit meiner Internetverbindung nicht. Okay. Da ist Bill. Ja, warum macht er das jetzt so? Jetzt lockt Bill doch den Killer zu uns. Also das hat Bill jetzt auf jeden Fall nicht gut gemacht. Der Herzschlag ist aber auch so krass, ne? Aber ich sehe halt... Ich sehe ihn nicht. Jo, jetzt hat Bill noch verkackt. Nice. Bleib mal hinter Bill, da haben wir eine größere Chance. Wo ist der Killer? Wo kann ich mich gleich aufs Übelste zu erschrecken? Oder lässt er uns jetzt gerade die Generatoren machen? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass er uns jetzt extra die Generatoren machen lässt. Weil ich sehe ihn auch nirgendwo. Und ich meine, der hat uns ja bis eben auch die ganze Zeit gefunden gehabt. Und jetzt, soll er uns gar nicht mehr finden? Glaube ich eher nicht. Ich glaube ja, dass das gerade die Generatoren machen. Mich trotzdem hier um. Okay. Warte, soll ich dich heilen? Jo, jetzt wollte er da unbedingt... Hä? Hat er jetzt ein Disconnect gehabt? Oh, kann sein, dass er sich jetzt irgendwo, verbuggt hat und deswegen jetzt rausgegangen ist. Aber die anderen haben auch keine Perks dabei gehabt, außer Dwight und halt der Wesker. Ah, er hat versucht, diese Aufgabe von Wesker zu machen, dass man dafür eine Trophäe bekommt. Gut, dann hätte ich aber gesagt, das war's mit der Folge, ne? War natürlich jetzt nicht so eine coole Folge, weil in der ersten Runde haben wir voll reingeschissen mit der Krankenschwester. Gut, okay, die hat ja auch gecampt. Und jetzt die Folge, die war ja auch nicht so der Renner. Aber dafür kann ja nur die nächste Runde besser werden. Also, ciao, ciao.